Im Direktvertrieb gibt es nur eins, glaube ich. Wenn du Leute magst und mit Leuten gern sprichst, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Den Rest kann man lernen. Es braucht ein anderes Denken. Ich meine, ich bin ja verrückt, also nicht verrückt im Sinne geistig verrückt, ich bin einfach nicht genau im Glied. Das muss man schon ein bisschen sein am Anfang. Die meisten Menschen, ja, die gehen ja in eine Richtung, das ist die Masse, die sich bewegt. Und es ist nie ein Geschäft gewesen. Wenn jeder sagt, das ist eine super Sache, dann tu es lieber nicht. Wenn dir aber ein paar wenige sagen, hey, das könnte was sein, und dir vielleicht noch viele abraten von dem, dann prüfe es ganz genau, weil dann könnte es definitiv ein Geschäft sein. Ich habe mich ja selber dazu mal so ertappt, dass ich nicht so gedacht habe. Ich war damals als Student Wasserski-Instruktor im Club Med. Und da habe ich jemanden gekannt, der war so ein Headhunter, würde ich sagen. Und der hat mir die Möglichkeit gegeben, hat mir die Opportunität gegeben für ins Direktvertrieb. Also wie bin ich zum Network Marketing gekommen? Ja, durch meine Frau. Und zwar am Anfang mit Händen und Füßen gewehrt. Ich war recht ein Skeptiker. Und Direktvertrieb, das ist ja das ganze Geschichte vom Direktvertrieb. Das ist die verschiedenen Leute, wie man kennenlernt, wie man trifft. Und das gibt euch gewöhnlich die Möglichkeit, so in ein Business hineinzugehen. Durch die Leistung und durch die Resultate meiner Frau habe ich dann gesagt, Mensch, wenn die das gemacht hat nebenbei, neben dem ganzen Haushalt mit zwei Kindern, was würde das jetzt bedeuten, wenn wir zusammen das vollzeitlich machen? Wenn man mal in der Branche arbeite, egal welche Branche, hat man immer eine Ideale. Und mein Ideal für mich war eine bestimmte Firma, wie ich immer im Kopf hatte. Und ich hatte die Möglichkeit, diese Firma aufzubauen. Und deshalb diese Firma, heutzutage CTOL, ist genau die Firma, wie ich mir damals gedacht habe. Ich habe dieses Unternehmen für mich geprüft, in der Form zuerst einmal von außen die Außenbetrachtung gemacht, dann die Innenbetrachtung gemacht und gesagt, und hier werde ich jetzt meine Vision verwirklichen, weil das kann man eigentlich. Die Vision, die ich habe, die ist groß, die ist sicher relativ breit, aber die kann man dann mit einem eigenen Unternehmen tun. CT wie Christoph Thomann, Well wie Wellness. Warum? Wir haben probiert, ich habe alle Möglichkeiten gesucht für einen anderen Namen oder auch einen Namen mit Bio und alles war genommen von den großen Firmen in der Kosmetik. Und das Einzige, wie mein ist, ist mein Name und kein Mensch kann mir das nehmen. Und deshalb war es CT für Christoph Thomann und Well für Wellness. Einfach. Ich habe den Christoph kennengelernt durch ein Meeting in Zürich. Es war ein sehr anregendes Meeting. Es ging dann wirklich los. Morgens um 10 Uhr haben wir gestartet, abends um 20 Uhr waren wir immer noch zusammen. In der ersten zwei Stunden, wie wir zusammengesessen sind, habe ich gesehen, dass auf der anderen Seite von dem Tisch saß jemand, der genau dieselbe Träume und dieselbe Vision hatte wie ich. Er will ja mich nicht als Angestellter oder als Berater. Es waren ganz klare Verhältnisse da, also als Miteigentümer des Unternehmens und ein Teil im strategischen Bereich auch mitzuwirken. Und das ist eine alte Vision im Prinzip schon, die ist jetzt schon gut sechsjährig. Ich habe dazu mal gesagt, eine der größten Network-Marketing-Organisationen der Schweiz aufzubauen. Dann habe ich das erweitert auf Europa. Ja, seit 3 Jahren erzähle ich meine Vision immer wieder. Ich baue jetzt gerade eine der größten Network-Organisationen der Welt auf. Das ist die CTWL. Wenn man heute die Ökonomie, die Zahlen sieht, was man sieht an den News allen Tagen, was passiert mit Griechenland, da kann man schon sagen, okay, ist vielleicht mal ein Moment, dass jeder für sich selbst etwas anfängt. Und das ist richtig ein Willen, dass wir haben, dass jede Person hier in Europa und in der Welt in den nächsten Jahren die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, ich habe die Wahl, ich gehe mit CTOL oder nicht, aber wenn ich nicht mit CTOL gehe, habe ich vielleicht keine andere Chance. Das ist die Chance und das ist richtig, den Moment für diese Firma zu nehmen. Und das ist die Vision, wie den Beat und ich zusammen haben. Ich habe Christoph so kennengelernt als Gründer der CTOL, habe ich gemerkt, da ist irgendwas da, was ich immer gesucht habe. Nicht nur als Mensch jetzt persönlich, das ist erst ein Top-Mensch, klar. Aber die Geschichte, die dahinter steckt, da ist noch viel mehr, als ich eigentlich jetzt gerade sehe.
So hatten wir auch eine zweite Sitzung bei mir zu Hause dann. Die ging dann auch wieder ein paar Stunden. Und so sind wir uns ein bisschen auch, ja, von den Ideen, wir haben ausgetauscht. Und ich habe einfach gesehen, wow, das ist ein Unternehmen, das geht hier wirklich an den Markt. Und zwar mit einer glasklaren Vision, mit einer ganz glasklaren Strategie. Aber nicht zuletzt aber auch mit einem Fundament, mit einer Sicherheit, weil das Unternehmen stellt seine Produkte selber her, nicht in Lizenz, sie werden selber hergestellt. Wir können nicht alles sagen im Ach. Hier in Frankreich gemacht, eingekauft, die Ingredients, alles kommt von hier, von Frankreich und gemacht von uns. Nicht allein in Europa, Frankreich, hier in Straßburg und in Bretagne sind die Produkte gemacht, kann man sehen. Das Unternehmen hat Lösungen, hat keine Produkte eigentlich. Es bietet mehrfache Lösungen an, die ich heute sagen kann, Wellness gesamtheitlich zu betrachten. Und nicht zuletzt aber auch, das Unternehmen gibt jedem, der wirklich ernsthaft und fleißig ist, hier die Chance, in die Selbstständigkeit zu gehen, mit diesem wirklich sensationellen Marketingplan. Es ist nicht schwierig, vor allem zu sagen, ich habe den besten Marketingplan. Das kann jeder von sich behaupten. Ich kann auch Marketingpläne schreiben. Aber es ist sicher schwierig, dahinter die richtigen Produkte zu haben. Also zusammen, glaube ich, haben wir schon fast über 40 Jahre Kompetenz in diesem Business. Das ist schon das Erste. Denn Beat hat 20 Jahre oder über 20 Jahre und ich habe über 20 Jahre. Also das sind schon über 40 Jahre Präsenz in diesem Direktvertrieb. Das Zweite, ich glaube, da kommt zwei Spezialitäten. Denn Beat war richtig auf dem Feld, kennt richtig, was läuft in den Kopf von den Networkern. Und ich habe vielleicht eine andere Vision und das ist, ich sehe das mehr auf eine Firma. Was braucht eine Firma auf der Marketingseite? Und ich glaube, beide Kompetenzen ist etwas, was uns Erfolg bringt. Er hat seine Fähigkeit. Der Christoph kann natürlich Unternehmen. Er weiß genau, was marketingmäßig was ein Unternehmen braucht. Das hat er 20 Jahre getan. Und ich habe auf der anderen Seite das Networking getan, auch Unternehmen aufgebaut. Aber nicht zuletzt, aber auch gerade die Symbiose. Wahrscheinlich diese zwei Pole, das wie Yin und Yang. Und ich denke, das wird mega erfolgreich, das Ding. Mega erfolgreich. Wenn man im Direktvertrieb arbeitet, in den letzten 20 Jahren, hat man schon so viel gesehen. Also da kommen diese ganzen Firmen, wie hier sind, für 6 Monate, 3 Monate, 4 Monate, machen alles verrückt und verschwinden wieder nach 6 Monaten. Und er hat, glaube ich, gesehen, dass diese Firma, die ich heute bringe, ist eine Firma, wie hier ist, für langfristig. Mein Beitrag wird sein, mit dem Team, mit den Menschen, die hier kommen, die nach vorne zu bringen. Die wirklich dahin zu bringen, an ihrem Ziel, sie zu begleiten. Ich kann sie nicht tragen, aber ich kann ihnen zeigen, wie es geht. Das ist ein Leute-Business. Wir sind hier, ich bin regelmäßig am Telefon, ich mache immer noch Sponsoring und mache Sponsoring die nächsten 20 Jahre. Und das ist sehr wichtig. Jede Person, die richtig eine Möglichkeit will haben in diesem Business mit uns, hat Termin mit dem Beat, mit uns, kann uns treffen. Also das ist nicht eine Firma, wie ich irgendwo versteckt in eine City in Amerika oder in China. Das ist eine Firma, wie hier steht, mit Leuten und sehr professionelle Leute. Wir haben gesagt, in 12 Monaten 15 Millionen sollten wir erwirtschaften. Das ist eigentlich noch eine konservative Zahl. Bis Ende dieses Jahr rechnen wir etwa mit 3.500 neuen Partnern hier aufzubauen, aber eben nachhaltig. Nicht Partner zu finden, die sich hier einschreiben, die wollen wir schon gar nicht, sondern wir wollen Partner haben, die wirklich Partner sind. Wir geben Ausbildung, wir trainieren die auch mit einem Konzept, was es in der Form in dieser Branche vermutlich noch nie gegeben hat. Die Fundament von dieser Firma sind Produkt-Marketing-Plan. Da ist nicht jemand hintendran, ein Investor, der sagt, okay, ich brauche alle 3 Monate so und so viel Prozent vom Umsatz. Nee, diese Firma ist gemacht für die Berater und bezahlt die Berater. Also wir bauen ja hier nicht nur ein bisschen eine Network-Firma auf, sondern wir wollen hier auch einen Standard setzen. Wir fangen an mit Web-TV, News-Channel. All die Sachen, die ich aus uns jetzt auch immer aufgebaut habe, konnte ich hier eigentlich einbringen. Und wir haben gesagt, komm, lass uns was tun mit Menschen, die auch was tun wollen, die eine Veränderung suchen. Und wir schützen diese Menschen mit den besten Hilfsmitteln, mit den besten Produkten und auch ethisch so. Das sieht man schon nur, wie man umgeht. Also dass der Gründer, der CEO, ich meine, der Unternehmen selber den Marketingplan hochklettert, wie jeder seiner Berater. Ich glaube, dazu ist nicht mehr hinzufügen. Ich bin der Gründer von dieser Firma, habe kein Gehalt von der Firma. Ich lebe nur von meinen Provisionen vom Direktvertrieb. Das will heißen, dass ich wie Kunde Nummer 1 bin und jeder Kunde kann sich erkennen an mich. Ich nehme morgen keine Entscheidung, wie gegen die Berater geht. Immer nur Entscheidung für die Berater. Ich bin der Erste und habe auch den Profit davon. Ja,
Ja, Sie haben jetzt gerade diesen kurzen Film gesehen. Ich denke, Sie haben einen Link gekriegt, sind via Presse sogar hier auf diese Information gekommen. Und ich weiß, es ist schwierig, in ein paar Minuten sich ein objektives Bild zu machen, vor allem alle Fakten zu kriegen, das ist gar nicht möglich. Und aus diesem Grunde, wenn Sie wirklich sagen, Sie wollen eine Veränderung, Sie wollen in der Zukunft anders leben, dann empfehle ich Ihnen jetzt einfach, ganz einfach, die Fakten zu prüfen. Prüfen Sie doch mal den Christoph, was hat er getan in den letzten 10, 20 Jahren? Was hat der Beat getan in den letzten 10, 20 Jahren? Welche Steine haben diese zwei Männer bewegt? Und welchen Stein bewegen wir jetzt gerade wieder in eine Richtung? Oder auf welchen Berg gehen wir voran? Weil wir sind definitiv zwei Leader. Wir gehen auf den Berg, wir sind keine Manager. Und gehen Sie hierzu einfach mal eine Veranstaltung in Frankreich, in Zürich oder in der Schweiz oder in Österreich, in Italien, spielt keine Rolle. Und ich kann Ihnen eines versprechen, Sie werden nicht enttäuscht sein. Dafür steht der Christoph und ich mit meinem Namen.